Performer sein möchte, wenn ich gut sein möchte, dann geht es darum, jeden Tag besser werden zu wollen. Und jetzt die Überzeugung zu haben, du kommst nicht an mir vorbei, ich bin hier auf einem sehr, sehr guten Weg und wir sehen bei allen Jungs eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ich glaube, das zeichnet unser Spiel aus. Merkt Ferrer an, dass er den Ball unbedingt halten will, um da 1-1 gegen Torwart zu gehen. Ein brandneues Format, das noch nie dagewesene Einblicke liefert. Und damit moin und herzlich willkommen zur Admiral-Bett-Analyse. Wir wollen heute das Torwartspiel des HSV unter die Lupe nehmen. Und welchen besseren Gesprächspartner könnte es dafür geben als unseren Torwarttrainer Sven Höh? Moin Sven. Moin Fabi. Sven, das Torwartspiel, das wissen wir alle, ist unheimlich facettenreich. Vielleicht kannst du einmal, und dafür hast du uns auch eine Präsentation mitgebracht, die Schwerpunkte im HSV-Torwartspiel einmal kennzeichnen, beschreiben. Ja, du hast vollkommen recht. Also das Torwartspiel ist grundsätzlich sehr, sehr komplex. Aber wir versuchen es natürlich trotzdem relativ einfach herunterzubrechen, dass die Jungs auf dem Platz einfach und klare Entscheidungen treffen können. Und dahingehend haben wir das Spiel unterteilt in die erste Kategorie von der Torverteidigung, 1 gegen Torwart sehen. Da geht es im Endeffekt nur darum, den Alukasten, der hinter mir steht, eben bestmöglich zu verteidigen, mit dem hohen Willen zu verteidigen, dass ich alles versuche zu tun, um dieses Tor zu verteidigen. Mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiger Bereich, aber nicht weniger wichtig ist das Thema Raumverteidigung. Da geht es im Endeffekt darum, über ein gutes Positionsspiel möglichst viele Bälle, bevor es zu dem Torschuss kommt, schon vorher abzufangen. Meistens unspektakuläre Bälle, weil die eben im Vorfeld schon, da brauche ich keine Glanzparade dafür, aber das kann ich eben über ein gutes Positionsspiel, über gute Antizipation von Spielsituationen eben schon vorher erledigen. Ja? Und der dritte Punkt ist mit Sicherheit ein Punkt, der bei uns im Spiel, und das ist ja für jeden ersichtlich am Wochenende, auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert einnimmt, das Thema Offensivspiel. Und da steht im Vordergrund, dass ich die Qualität, die in mir steckt, aber auch mit Spaß auf den Platz bringe. Wir wollen uns heute vor allem auf diesen ersten Bereich hier fokussieren, den Willen, das Tor zu verteidigen. Und da hast du eben schon angesprochen, Distanzen, Präzisionsabschlussdruck. Lass uns noch einmal weitergehen und uns das nochmal en Detail anschauen, weil das dann gleich wichtig ist, um die Szene auch analysieren zu können. Ja, sehr gerne. Das ist relativ einfach erklärt. Der Stürmer ist am Ball. Wenn ich es schaffe, 0 bis 3 Meter an den Stürmer dran zu kommen, also richtig in die Nähe von dem Stürmer zu kommen, dann haben wir eine Technik, die Blocktechnik, die jeder kennt, in der jeder auch schon einen Torhüter agieren gesehen hat. Die versuchen wir dann möglichst sauber auszuführen, dass der Ball uns nicht durch die Beine geht, dass wir möglichst viel Fläche mit Oberkörper und Arme geschlossen haben. Und das gelingt uns aber nur, wenn wir wirklich nah an den Ball rankommen. Da sprechen wir ungefähr von 0 bis 3 Meter. Der nächste Bereich ist die Reaktionsdistanz. Wenn wir im Abstand von 5 Meter oder mehr zum Stürmer stehen, dann geht es eben darum, auf Bälle reagieren zu können. Das ist eine Distanz, wo wir für uns oder wo wir überzeugt sind, wir können auf den Ball reagieren und dann versuchen wir das mit einer Hand-Fuß-Reaktion oder mit einer Torwarttechnik, mit Abkippen, das ist ein seitliches Fallen, körpernah oder mit einem Abdruck, einem spektakulären Abdruck, übergreifen, wie man es kennt, eben den Ball zu halten. In dieser Reaktionsdistanz gibt es zwei wichtige Unterschiede. Komme ich näher zum Stürmer, dann wird mein Tor kleiner. Das kennt man so von früher. Man hat gesagt, du musst immer näher zum Stürmer kommen. Mein Tor wird dadurch kleiner. Das stimmt. Allerdings wird dann auch meine Reaktionszeit kürzer. Und danach versuchen wir uns auch zu verhalten. Wir versuchen erstmal Zeit zu gewinnen, nach hinten zu kommen. Mein Tor wird zwar größer, aber über meine Qualität und über den Vorteil, den ich dann habe, dass die Reaktionszeit größer wird, habe ich eben auch eine größere Chance, den Ball zu halten. Und die dritte Distanz ist eigentlich für uns eine relativ unwichtige Distanz dahingehend, dass wir eben nie reinkommen wollen. Die Stürmer drücken uns da gerne rein. Die wollen da in dieser Distanz natürlich abschließen, weil wir da die geringste Chance haben, Bälle zu halten. Aber wir für uns gerade im Training, in der Analyse versuchen natürlich aus der Distanz immer wieder rauszukommen und eben nicht reinzukommen. So, das waren jetzt die theoretischen Basics, die wir unbedingt brauchen, um gleich in die Praxis zu gehen. Ich habe schon gesagt, Sven, wir haben mehrere Szenen vorbereitet, die du gleich für uns analysieren wirst. Ich bin unheimlich gespannt. Also, ihr kennt es aus der Schule, aus der Uni oder vom Trainerlehrgang, Theorie, die Basis. Aber jetzt kommt das, was wirklich Spaß macht. Wir gehen rein in die Analyse. Sven, die erste Szene, die du für uns aufbereitet hast, ist das erste Pflichtspiel überhaupt für dich als Torwarttrainer gewesen. Auswärtsspiel beim FC Schalke 04, erster Spieltag, Saison 21/22. Und damit auch dein erstes Spiel als Torwarttrainer im Zusammenspiel mit Daniel Heuer-Fernandes. Es ist die 7. Spielminute. Und zum leichteren Verständnis auch für unsere Zuschauer lassen wir die Szene jetzt einmal durchlaufen, bevor wir sie dann
sezieren und analysieren. Wir haben diese Szene ganz bewusst ausgewählt, Sven, um einmal so den State of the Art zu zeigen, als du deine Arbeit hier begonnen hast, um dann darauf aufzubauen und auch die Entwicklungen aufzuzeigen. Also erklär uns bitte einmal, was läuft hier jetzt in Bezug auf das Torwartspiel nicht optimal? Ja, eine sehr interessante Szene, Fabi, die ihr ausgesucht habt, als mein erstes Spiel war. Ja, wir sehen jetzt gleich Simon Terodde, der nach 6 Minuten in den 16er eindringt. Ferro, der unbedingt seiner Mannschaft helfen möchte, unbedingt maximalen Druck machen möchte, um den Ball eben zu halten, was ja grundsätzlich erstmal von dem Torhüter selbst eine sehr, sehr gute Eigenschaft ist, weil er unbedingt den Ball halten muss, er will unbedingt Druck machen. Nur das ist nicht gleichbedeutend damit, dass er dann auch die größtmögliche Chance hat, den Ball zu halten. Und das gilt es eben im Torwartspiel zu verstehen, dass ich nicht nur meinen Kopf ausschalten kann und irgendwo voll reingehen kann in eine Situation mit der Hoffnung, ich werde angeschossen, was auch ab und zu passiert. Das ist dann aber mehr Glück, als dass es taktisch vorbereitet ist. Wenn wir es jetzt noch einmal durchlaufen lassen, jetzt mal kurz Stopp bitte, dann sehen wir schon, das ist die Perspektive von oben und jetzt sieht es schon ganz anders aus. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat die Perspektive von Ferro und er kommt auf mich zu und dann ist das erstmal natürlich, dass ich versuche, ihm Druck zu machen. Aber ich kann ihm auch anderweitig Druck machen. Ich kann nicht nur entgegengehen, indem ich ihm Abschlussdruck erzeuge, sondern ich kann ihn auch kommen lassen. Und wenn wir das jetzt sehen, dass er in den 16er reinläuft, und ein ganz kurzes Stück nach vorne und mal Stopp. Und das ist interessant, wenn wir wieder bei den Distanzen sind, dass wir genau sehen, dass der Stürmer wieder in der Red Zone jetzt abschließt. Dadurch unsere Chance, den Ball zu halten, maximal gering ist und der Stürmer braucht keinen guten Abschluss, um an uns vorbeizukommen. Also Sven, das Ergebnis ist Tor für Schalke 04, wobei man fairerweise sagen muss, auch ein überragender Abschluss von Simon Terodde mit seinem schwächeren Linken. Und was ich ganz interessant finde, der Zuschauer im Stadion oder auch vor dem Fernseher hätte jetzt ja nicht gesagt, dass das ein Torwartfehler von Ferro ist. Würdest du ihm den trotzdem attestieren oder war das nur nicht ganz optimales Torwartspiel? Es kann keiner vom Torwartfehler sprechen. Man merkt Ferro daran, dass er den Ball unbedingt halten will und da 1-1 gegen Torwart zu gehen, ist mit Sicherheit grundsätzlich kein Fehler, bei dem man davon spricht, dass wir über einen klaren Torwartfehler sprechen, wie wenn dir ein Ball durch die Hände rutscht. Ja, das nicht. Aber trotzdem ist es im taktischen Bereich natürlich so, dass du Verhaltensweisen an den Tag legen kannst, um einfach die Chance zu erhöhen, diesen Ball zu halten. Und dann, wenn wir dann bei dem einen Tor sind, und dann wäre es sehr, sehr kleinkariert, weil es hätte jetzt auch sein können, dass er eine andere Verhaltensweise an den Tag legt. Es fällt trotzdem ein Tor, das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber über die Summe der Spiele, und das zeigt auch unsere bisherige Zusammenarbeit, wirst du automatisch über richtige und gute Entscheidungen eine höhere Quote haben, Bälle zu halten. Und darum geht es eben. Und deswegen will ich es gar nicht jetzt daran festmachen, ob der eine Ball immer dann ein Torwartfehler ist. Aber die Quote, den Ball zu halten, wird definitiv mit einer anderen Entscheidung höher gewesen. Sven, wir haben einen relativ großen Zeitsprung gemacht, sind jetzt in der Saison 22/23, also in der aktuellen Hinrunde, 8. Spieltag, zu Gast bei Holstein Kiel. Spielstand, ihr seht es, liebe Zuschauer, 0:0. Und wir lassen die Szene wieder einmal durchlaufen. Vergleichbar mit der Schalke-Szene, ein Ballverlust. Letzte Linie wird überspielt. Und dann geht es für uns doch noch glimpflich aus. Warum, Sven? Das wirst du uns jetzt erklären. Ja, ich glaube, da muss ich zuerst mal mit unseren Torhütern anfangen, weil es nicht selbstverständlich ist, dass du einen erfahrenen Torhüter hast, der dann noch so gewillt ist, an verschiedenen Stellschrauben in seinem Torwartspiel zu drehen einfach und sich zu verbessern. Es ist ja ein Stück weit menschlich zu sagen, das, was mich dahin gebracht hat, wo ich bin, das rufe ich einfach weiter ab. Aber so ist Ferro nicht und das sind ja auch unsere Torhüter nicht. Die wollen sich weiter verbessern, die saugen das auf und die versuchen es umzusetzen. Und deswegen ist schön zu sehen, dass wir nach Schalke kein so Gegentor mehr bekommen haben. Und das macht mich in erster Linie mal glücklich, das einfach zu sehen, dass die Jungs, und das haben wir ja vorhin eingangs besprochen, wenn ich Performer sein möchte, wenn ich gut sein möchte, dann geht es darum, jeden Tag besser werden zu wollen. Und das sehe ich. Und das sehe ich auch in maximalen Drucksituationen. 34 Minuten, steht 0:0. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Und dann wäre es jetzt in der Situation für Ferro auch wieder relativ einfach gewesen, wie in so vielen Situationen, einfach drauf zu stürmen. Aber er ist sich dessen bewusst, die Chance, wenn ich mich genau jetzt fallen lasse, dass mein Verteidiger angreift, stopp mal, die ist hoch. Das heißt, die erste Entscheidung ist schon mal perfekt. Aber spätestens jetzt, und da kommen wir wieder zu dem Impuls, stopp mal bitte, wenn er in den 16er eindringt, nachdem er an unserem Verteidiger vorbei ist,
spätestens dann explodierst du normal und du kommst raus und du sagst jetzt, okay, vorher war ich ruhig, aber jetzt komme ich entgegen und jetzt komme ich raus. Aber selbst in der Situation denke ich mir, ohne dass ich weiß, was passiert auf der Bank, wie geil ist das überhaupt von Ferro, wie überragend ist das jetzt, ruhig zu bleiben, dem Stürmer zu signalisieren, du kommst nicht an mir vorbei und so maximalen Präzisionsdruck zu machen, unter der Prämisse, dass er vom Verteidiger von hinten ja noch Abschlussdruck hat. Also er muss ja jetzt einen perfekten Querpass oder er muss einen perfekt in Ferros rechtes Toreck jagen, um ein Tor zu erzielen, aber der Druck liegt erstmal beim Stürmer und er kommt nicht so einfach an mir vorbei, weil Ferro mit seiner Qualität kann alles, was grün eingezeichnet ist, verteidigen und er ist schon angewiesen, den Ball maximal fest in den roten Bereich zu schießen, dass er ihn dahingehend dazu zwingt, dann noch einen Querpass zu spielen, zeigt die letzte Szene, über die wir gesprochen haben, dass das dann auch erstmal gelingen muss. Das heißt, wenn wir viele Wenns zwischendrin haben, wird die Chance größer, dass irgendein Wenn nicht funktioniert und das eben nicht zu dem Torerfolg kommt. Und da sind wir wieder auch bei dem spektakulären Torwartspiel. Es geht überhaupt nicht um ein spektakuläres Torwartspiel. Du brauchst keine Glanzparade, um deiner Mannschaft zu helfen. In erster Linie ist das eine überragende Situation, weil es gar nicht erst zum Torschuss kommt. Und das ist genauso ein Big Save, weil du den Big Save über deine Entscheidung erzwungen hast, wie vielleicht, wenn ich mal irgendeinen Ball aus dem Winkel hole. Ein Big Save und wir wollen mal eine Szene weitergehen und uns dann einen anderen HSV-Keeper nochmal unter der Lupe anschauen. Jetzt sind wir nämlich, Sven, im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, dein Heimatverein, wenn ich das so sagen darf. Ganz besonderes Spiel auch für Matteo Raab, der kurzfristig für Ferro einspringen musste. Jetzt haben wir also Matze hier im Fokus, 11. Spieltag, 55. Spielminute. Spannendes Spiel, Spielstand 1:0 für den HSV und wieder haben wir eine Umschaltbewegung, wo der Torhüter im Fokus steht. Auch da wieder, die Zuschauer im Volksparkstadion und die, die sich es im TV angeschaut haben, werden hier niemals über den Torhüter sprechen in dieser Situation. Du kannst uns jetzt aber gleich, wenn wir die anderen beiden Kameraperspektiven sehen, erklären, warum wir in dieser Szene unbedingt über das Torwartspiel sprechen sollten. Ja, ich glaube in erster Linie, stopp nochmal ganz kurz bitte. Ist es, glaube ich, auch, das, was du gesagt hast, wichtig zu wissen, dass es kein normales Spiel war. Und das war das erste Spiel, das erste Pflichtspiel für den Matteo nach seinem Wechsel von Kaiserslautern hierher. Solche Geschichten schreibt eben nur der Fußball, dass an dem Tag Ferro erkrankt und Matteo kurzfristig einspringt. Und das, was wir uns eben das ganze Jahr über vornehmen, das ganze Jahr trainieren, ist mir eben wichtig, dass wir das zu jeder Zeit auch auf den Platz bringen. Dass wir kein wildes Torwartspiel haben, dass wir ein klares Torwartspiel haben, dass wir sachlich spielen mit klaren Entscheidungen. Und das war dann in dem Spiel schon zu beobachten, weil in dem Spiel gab es ganz viele von den Situationen, dass Matteo ganz sachlich und klare Entscheidungen getroffen hat, so wie Ferro sie vorher auch immer bringt, aber auch als Beispiel Leo in der U21 oder Tommy in den Spielen, gerade in den Testspielen, die er gemacht hat, auch genau das versucht umzusetzen und auch umsetzt. Und das war eben schön zu sehen, dass er in dem Spiel sich nicht beeindrucken lässt von den lauten Fans in seinem Rücken, ja, von der ganzen Kulisse, vielleicht von der Situation, dass wir 1-0 führen und das Spiel unbedingt gewinnen wollen, sondern er trifft klare Entscheidungen und das ist mir eben wichtig. Und hier, wie du richtig sagst, das ist keine Situation, bei der man von außen sagt, da hat der Torhüter einen Einfluss. Aber genau in dem Moment, wenn der Ball tief gespielt wird, nicht das, was hinten rauskommt, was zu sehen ist, sondern jetzt, wenn der Ball tief gespielt wird, das können wir einmal laufen lassen, zu sehen, wie ist die Entscheidung von Matteo, sich abzusetzen und dem Stürmer halt, und jetzt reden wir drüber, halt gar keine Chance zu geben, ein Tor zu erzielen. Wenn ich den tiefen Ball als Impuls nehme, ich komme raus, ich kann vielleicht den Ball ablaufen und werde am Schluss überlupft oder der Ball wird sauber oder unsauber nur an mir vorbeigespielt, dann ist schon eine Torgefahr da. Hinten raus sieht es natürlich nicht danach aus. Genau, wir können einmal weiterlaufen lassen. Abschlussdruck, Präzisionsdruck maximal. Jetzt haben wir nochmal die Hintertorperspektive. Und da finde ich ganz besonders spannend, wie Matze, jetzt sehen wir es, in einem Moment, stopp nochmal kurz, in einem Moment Erik Durm sogar den Rücken quasi zudreht, um schnellstmöglich seine Position zu finden.
Ist das gewollt und ist das auch so das Kernelement in dieser Situation, wo du sagst, das macht er halt überragend in der Situation? Ja, ich glaube, das zeichnet unser Spiel aus, dass wir eine sehr, sehr hohe Anbindung an die Mannschaft haben, aufgrund unserem Ballbesitz, den wir in unserem Spiel haben, und dass der Torhüter da eben sehr, sehr eingebunden ist. Das heißt, wenn wir nochmal ein ganz kleines Stück zurückgehen, dann sehen wir, aus welcher Höhe Matteo startet. Und aus der Höhe dann erstmal in die Tiefe zu kommen, was erstmal wichtig ist, erstmal aus der Situation rauszukommen, ist es genau das vonnöten, dass ich mich mal ganz kurz wegdrehe und nach hinten renne, nach hinten sprinte, weil ich eben viel schneller bin als im Rückwärtslauf. Und genau dieses Detail ist in den Situationen das Entscheidende. Wenn ich das nicht mache und denke, ach, das Zeitfenster ist nicht so wichtig, ich bewege mich mal locker nach hinten, dann habe ich keine gute Chance mehr, am Schluss auf eine gute Position zu kommen. Und das macht er eben in der Situation super. Und was hinten rauskommt, gut, da ist es dann nicht mehr schwer, weil eben wir mit den Verteidigern so Druck auf den Ball haben, dass keiner auf die Idee kommt zu schießen. Und wenn einer schießt, dann hältst du den Ball. Genau, und deswegen ist jetzt auch im Vergleich zu eben das ganze Tor grün eingefärbt, also für Erik Durm hier keine realistische Chance, ein Tor zu erzielen. Genau. Schulnote 1 in dieser Szene für Matteo Raab, und wir gehen eine Szene weiter. Sven, das Schlagwort Big Save ist eben schon gefallen, und ich würde sagen, das ist der Big Save aller Big Saves, an den sich alle HSV-Fans noch sehr gern zurückerinnern. Saison 21-22, Stadtderby, Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Wir führen mit 2:1, 80. Spielminute, und dann passiert das. Ja, genau das, was wir vorhin schon thematisiert haben. Einfach zu sagen, wenn wir jetzt eine Perspektive weitergehen in die Hintertorkamera, in dem Moment, wenn das Spiel auf mich zukommt, erstmal den Weg zurückzuwählen, nicht hoch zu bleiben, eine tiefe Position zu suchen. Und dann eben kommen wir in die technischen Merkmale rein, jetzt genau in dem Moment rechtzeitig zu stehen, nicht immer auf der Winkel halbieren und zu sagen, ich muss von der Tormitte zum Ball stehen, das gelingt mir nun mal nicht immer, das wäre schön, wenn das so wäre, ist aber nicht so. Aber im Schussmoment, obwohl es eine Direktannahme ist, in der Balance zu stehen und dann darüber in meine maximale technische Qualität zu kommen und, wie wir sehen, zumindest die Chance zu haben, den grünen Bereich vom Tor zu verteidigen. Und das ist genau das Distanzthema, was wir vorhin angesprochen haben. Wenn ich höher bin, habe ich weniger Reaktionszeit. Wenn ich tiefer bin, habe ich mehr Reaktionszeit. Jetzt natürlich eine schöne Geschichte, weil das, was wir uns hier immer vornehmen, klare Entscheidungen zu treffen, egal wie die Situation ist. Du willst unbedingt gewinnen. Es steht 2:1 für dich, kurz vor Spielende gegen St. Pauli. Der Derby-Sieg ist greifbar nah. Dann nicht wild zu werden, sondern ein klares Torwartspiel, eine klare Verhaltensweise an den Tag zu legen, fand ich überragend von Ferro. Und das umso schöner, dass es dann auch für ihn belohnt wird, dann mit dem Big Save, den Ball, den er dann auch hält. Endstand dann im Endeffekt, ihr wisst es alle, 2:1 für den HSV, also eine Parade für mal mindestens 2 Punkte und für den Heimdreier dann gegen die Braun-Weißen. Wir gehen weiter in unsere letzte Szene. Sven, unsere letzte Szene für die Admiral-Bett-Analyse, was das Torwartspiel des HSV betrifft. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, es ist im Prinzip die perfekte Szene. Und das fasst alles einmal zusammen, was wir uns heute auch und was ihr euch vor allem im Torwartspiel erarbeitet habt. Wir sind in Fürth, ist diese Saison, 16. Spieltag, die 55. Spielminute. Spielstand 0:1 aus HSV-Sicht, Endstand leider auch. Hätte aber höher ausfallen können, wenn es nicht Szenen wie diese gegeben hätte. Ja, also die perfekte Szene vielleicht dahingehend, dass es dann im Endeffekt zum guten Torabschluss kommt, den er dann auch noch gut hält und nicht nur die Entscheidung eben überragend ist und auch maximal schwer ist, sondern dass es durch die Parade dann natürlich auch ein Stück weit komplett wird und durch die Verhaltensweise von Miro Muheim, der das natürlich auch überragend macht. Aber am besten schauen wir es uns nochmal an. Wir lassen mal durchlaufen. Ganz kurz Stopp nochmal. Wir müssen wissen, Ferro kommt aus einer extrem hohen Position, haben wir jetzt hier leider nicht mit drauf. Wir waren vorher in Ballbesitz, er steht mit der eigenen Hälfte fast und hatte nicht das Gefühl, und wenn man sich das anschaut, hätte es wahrscheinlich auch nicht gereicht, den Ball direkt abzulaufen. Und von daher gab es im Endeffekt nur die Möglichkeit, ich bleibe stehen und dann werde ich überlupft oder ich werde vielleicht umlaufen. Oder ich bleibe halt ganz klein im Torwartspiel, so wie wir es eben machen wollen, und ich lasse mich maximal schnell zurückfallen. Und das war hier dann der Fall. Er versucht eine sehr, sehr tiefe Position zu suchen. Und was man am Anfang überhaupt nicht gedacht hätte, er schafft es, dass unser Verteidiger noch einen Abschlussdruck erzeugen kann. Und er erzeugt einen Präzisionsdruck im Tor. Allerdings, und das haben wir eben auch gesagt, er kommt gar nicht auf eine perfekte Position im Schussmoment, weil die Zeit, die 1-2 Meter Zeit hat er dann nicht mehr.
aber er bleibt auch wieder im Schussmoment stehen. Und man muss auch dazu sagen, was Miro Muheim dann macht, und das ist die Abstimmung Torhüter mit Verteidiger, das ist perfekt, weil er macht einen gewissen Abschlussdruck, aber er stürmt auch nicht drauf, dass er den Querpass in die Mitte aufmacht. Das sehen wir in der nächsten Animation gleich gut. Erstmal noch aus der Hintertorkamera, sehr interessant zu sehen, Ferros Perspektive, jetzt maximal schnell zurückzusprinten, er kommt auf ihn zugetribbelt und jetzt die Überzeugung zu haben, du kommst nicht an mir vorbei, du hast keine Chance, ich decke so viel vom Tor ab, ist natürlich, ja, das muss man sagen, eine perfekte Szene, wie du es eben auch beschrieben hast, weil eben dann auch noch die Parade folgt. Und das sind alles keine Sicherheiten, um im Endeffekt den Ball zu halten, weil wenn der Stürmer dann gezielt und präzise ins Eck schießt, dann ist es natürlich trotzdem ein Tor, aber wir versuchen es dann natürlich den Stürmern schon maximal schwer zu machen. Und die sollen eben nicht leicht zum Abschluss kommen, sie sollen dann halt schon noch einen gewissen Druck in Form von Präzisionsdruck, was Ferro ausübt, aber auch einen Abschlussdruck, was Miro ausübt, spüren. Und dann geht es eben darum, wenn er den Ball nicht optimal schießt, dann eben in unsere eigene Qualität, in Form von technischer Qualität zu kommen und den Ball zu parieren. Jetzt haben wir Ferro also gebührend und auch völlig zu Recht in einigen Szenen abgefeiert, genauso wie Matze Raab. Jetzt bekommt Miro Muheim hier auch noch ein dickes Lob. Ich würde sagen, dabei können wir es dann belassen. Wenn du schon dahingehend abzielst, dann nicht ganz, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, sondern dieses Zusammenspiel, muss ich sagen, funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg und wir sehen bei allen Jungs eine sehr, sehr positive Entwicklung und das ist uns eben wichtig und den Weg wollen wir weitergehen. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Sven, hast du eben zum Abschluss unserer Admiral-Bett-Analyse gesagt. Ich möchte mich für den Weg, den wir hier zusammen gegangen sind, einmal bedanken. Unfassbar interessante Eindrücke. Es war sehr spannend zu sehen. Und wir drücken natürlich auch für die Zukunft die Daumen, dass das Torwartspiel beim HSV hier weiter so hervorragend läuft. Sehr gerne. Vielen Dank und wir geben alles. So sieht's aus. Wir hoffen, dass ihr auch alles gebt. Lasst ein Like da, schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, denn das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir haben insgesamt 3 Folgen für euch am Start. Also bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV.